Einfach Freunde, die uns unterstützen können, auf einer guten Art und Weise. Ich lade euch ein heute zu unserem Kraftpaket und das Thema ist Bäume. Und wir wollen euch heute mit diesen wunderbaren Wesen in Verbindung bringen. Diese Wesen sind überall, umgeben uns ständig. Hinter mir könnt ihr einige sehen. Ich sehe auch bei euch so ein paar, die draußen sitzen. Das ist das Schöne, diese Wesen umgeben uns die ganze Zeit. Und unsere Absicht ist, da eine gute Verbindung herzustellen zwischen euch und ja, diesen alten, kraftvollen, stehenden Volk, wie einige Völker, einige Naturstämme sagen, das stehende Volk. Ja. Und ich fange jetzt an mit der Inspi, dann gibt es gleich nochmal, gibt es ein paar schöne Übungen, wie Eva schon gesagt hat, und zum Schluss gibt es wieder was Ruhiges, Entspannendes. Also lasst einfach los, fließt einfach rein und lasst euch von uns durch diesen Kurs führen. Also, hinter mir mein Kirschbaum und der gehört für mich einfach mit zu meiner Familie hier gerade, weil als ich hier eingezogen bin, war es Sommer und der Baum war voll mit Kirschen. Der war rot, ja. Und ich bin hier das erste Mal an diesen Platz gekommen und das, was mir als erstes aufgefallen ist, war diese Farbe. Und dann waren ganz viele Kohlgraben in diesem Baum drinnen. Das war der Hammer. Ja, da war ganz viel Gegessel und die waren da so am Essen und am Schmatzen. Und ich kam hier auf diesen Platz und die haben sich auch erstmal gar nicht so weit wegtreiben lassen. Die sagten, hey, das sind unsere Kirschen jetzt, es ist auch reif. Was willst du denn jetzt hier gerade? Ja? Und ich habe gemerkt, wow, so ein Baum ist mehr als ein Baum. Ein Baum ist etwas, was einfach auch andere anzieht. Der Baum steht für sich selber in all seiner Pracht, in all seiner Schönheit. Und je älter so ein Baum ist, desto kraftvoller ist so ein Baum. Ja? Und andererseits steht ein Baum auch für Gemeinschaft. Der ist auch für andere da und verschenkt sich. Natürlich mit einem kleinen Hintergedanken ist natürlich immer auch was dabei, zum Beispiel bei den Kirschen. Er will natürlich gerne, dass es noch mehr Kirschbäume gibt. Ja, dementsprechend verpackt er seine Samen und so wie er sich verbreiten kann, so schön in sowas ganz Süßes, Leckeres. Ja, und dann hier ist so was von, hey, friss mich doch. Ja, und dann verdau mich und dann kann ich mich auf diese Art und Weise weiter verbreiten. So, und die Kohlgraben haben da richtig Bock drauf gehabt. Ja, sagen, hey, cool, ja, Kirschen ist unser Ding. So, und dementsprechend gibt es eine ganz enge Verbindung hier an meinem Platz zwischen Kohlgraben und Kirschen, dem Kirschbaum. Oder heute Morgen habe ich das Eichhörnchen getroffen. Ich bin raus und ich fütter ja immer die Vögel das ganze Jahr über. Und dann war das Eichhörnchen da und auf dem Rückweg ist es dann hoch oben im Baum und hat sich da drin versteckt und hat sich dann so ganz eng an diesen Baum angeschmiegt. Und ich habe gemerkt, ja, das Eichhörnchen kennt diesen Baum definitiv auch, nimmt es in dem Fall als Schutz, als Versteck, um einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Und so gibt es auch definitiv hier an meinem Platz eine Verbindung Eichhörnchen und Kirschbaum. Aber auch wenn der jetzt anfängt zu blühen, dann kommen die ganzen Bienen und die ganzen Insekten. Also Bäume sind immer auch für Gemeinschaft da und bieten immer wieder auch für die Lebensgemeinschaft um uns herum Möglichkeiten zum Brüten, Möglichkeiten zur Nahrung, Möglichkeiten, sich zu bestäuben, auch da einfach da zu sein und, naja, auch als Singwarte, ja, zum Beispiel für die Vögel, oben drauf zu sitzen als Orientierungspunkt. So sind Bäume immer auch ein Nutzen für die Gemeinschaft und die schenken sich einfach auch her. Also für Bäume steht für mich auch Hingabe, ja, auch dieses Stehen einfach in der Kraft, in der eigenen Kraft zu sein, zu stehen und sich mit dieser Kraft
auch herzuschenken für die Gemeinschaft. Das ist ein Riesengeschenk von den Bäumen. Und für uns sind Bäume als Kraftpaket nutzbar, wenn wir in den Wald gehen. Einfach die Gerüche, dadurch, dass die uns Terpene geben, die wir einatmen können und einfach unseren Organismus damit stärken können. Aber auch, wir sagen immer, wenn wir in so Themen reingehen, wie kann man gut leben in der Natur, kommst du ganz automatisch auf Bäume. Weil Bäume sind der Materiallieferant für all das, was du brauchst, wenn du zum Beispiel auch im Winter draußen leben willst. Sie bieten dir Nahrung, sie bieten dir Windschutz, sie geben dir Holz für Feuer, für Licht. Ja, um ein gutes Feuer zu haben, brauchst du Holz. Sie bieten dir Material, um einen Schutz zu bauen, um Isolation zu haben, Laub. Die Blätter kannst du super gut als Isolation nehmen für dich im Winter. Also ohne Bäume kannst du sehr, sehr schwer im Winter leben und auch das ganze Jahr über. Es sind einfach Freunde, die uns unterstützen können auf einer guten Art und Weise. Ja, und Bäume stehen für mich auch definitiv für Kommunikation. Also auch auf eine ganz sanfte, ruhige Art und Weise zu kommunizieren, auch in ihrer Baumgemeinschaft. Wer die Bücher mal gelesen hat, von Peter Wohlleben, ja, also wie die miteinander kommunizieren, das ist ein Hammer. Ja, also über ihre Wurzeln, wie sie auch miteinander sich unterstützen, wie sie auch über Gerüche sich Informationen weitergeben, über weite Räume und sagen, hey, da kommen welche, die wollen ganz viel fressen. Und dann gibt es welche, die bekommen diese Botschaft, die wird über Kilometer weit verbreitet. Und dann können andere Bäume sich bestimmte Stoffe aussenden in ihr System und können sich schützen vor zum Beispiel Heuschrecken, die dann fressen wollen oder sonst irgendwas. Ja, also das ist sind wunderbare Wesen. Ja, und wir werden euch jetzt in diesem Kurs euch schöne, coole Übungen vorstellen und auch nachher die Meditation, wo ihr euch auf eine gute Art und Weise mit den Bäumen verbinden könnt. Und wir hatten richtig Spaß, auch beim Plan schon und und haben richtig Lust, euch jetzt die coolen Sachen vorzustellen. Gut, Eva, ich würde sagen, ich gebe mal wieder zurück zu dir und wir kommen zu dem Ersten, was wir zusammen machen, oder? Ja, danke für die Einführung. Und ich habe jetzt ein Spiel vorbereitet. Das haben wir live gespielt. Nun ist es nochmal aufgezeichnet, um einfach die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Es geht um das Baum-ABC. Und das Spiel funktioniert so. Bildet zwei Mannschaften. Es können zwei Personen sein, es können aber auch mehr Personen pro Mannschaft sein. Und überlegt euch abwechselnd einen Baumnamen pro Alphabetsbuchstaben. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Die erste Mannschaft fängt an mit A. Welcher Baum oder auch welcher Strauch fällt euch ein zum Buchstaben A? Vielleicht der Ahorn? Vielleicht aber auch was ganz anderes? Und dann ist die nächste Gruppe dran. Die nächste Mannschaft darf einen Baum mit dem Anfangsbuchstaben B benennen. Ihr könnt euch einigen auf die Spielregeln. Sind das nur deutsche Namen? Sind es auch englische Namen, umgangssprachliche Begriffe vielleicht auch aus eurer Region? Oder seid ihr ganz korrekt und nehmt nur den lateinischen Namen? Hey, kann auch sein. Ihr dürft das Spiel abwandeln, so viel ihr wollt. Man darf es auch ganz alleine spielen. Ich mache das auch manchmal, wenn ich wandern gehe, ganz alleine und irgendwie mal Hirnbeschäftigung brauche. Dann überlege ich mir auch manchmal alphabetische Reihen. Probiert's mit den Bäumen und schaut, wo ihr landet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Eine weitere Übung, die wir euch ans Herz legen möchten, eine Inspiration, ist der Baumschmuck. Kann auch Strauchschmuck sein. Geht raus, geht einfach vor eure Haustür. Es geht darum, die Dinge vor eurer Haustür, die um euch rum sind, zu würdigen. Vielleicht habt ihr direkt vor der Haustür, vielleicht im Hintergarten, vielleicht habt ihr auch einen Hinterhof, habt verschiedene Bäume dort stehen. Schaut euch mal um, auch vielleicht ganz kleine, noch unscheinbare Bäume und guckt mal, was diese Bäume euch gerade schenken können. Es können Blätter sein, es können aber auch Rindenteile sein. Ihr findet etwas, vielleicht findet ihr etwas, was ihr sammeln könnt. Samenteile verschiedener Art. Vielleicht sind es aber auch Zweige, die ihr formen könnt. Vielleicht findet ihr Rindenabschnitte, andere interessante Bauteile des Baumes und bringt die in irgendeine Form. Schmückt euch selber, aber eigentlich ist die Aufgabe, schmückt eure Wohnung, schmückt eure Haustür mit Dingen aus der Natur. Vielleicht baut ihr ein Mobile, könnt einfach einen Stock nehmen, vielleicht einen total besonderen Stock. Also ja, was richtig Schönes. Etwas, das euch entspricht. Und wenn ihr total handwerklich aktiv seid, wenn ihr ja, sagt, naja, so filigran ist nicht so meins, hey, dann findest du irgendwas anderes, was du zu dir passt. Mach das, was dir Spaß macht. Und schau, dass du wirklich die Wesen in deiner Umgebung nutzt und sie damit würdigst, dass du ihnen einen, ja, einen Schmuck für deine Wohnung gibst. Pass natürlich auf, wie viel du von dem Baum nimmst, was du von ihm wegnimmst, dass er noch die Chance hat, sich zu entwickeln und dir ja weiterhin noch mehr Schmuck zu liefern, dir aber auch einen Schattenplatz zu liefern und ja, dass du ihn noch die nächsten Jahre würdigen kannst. Durch Entnahme und durch Nutzung. Ja, Schutz durch Nutzung ist auch ein gutes Konzept. Viel Freude und hey, schick doch mal ein Bild, schick uns doch mal ein Foto, poste mal hier unten drunter, was du gemacht hast, erzähl uns von deinen Erfahrungen, welche Bäume du kombinieren konntest, weil die alle in deiner Umgebung sich befinden oder welche Neuentdeckungen du gemacht hast. Oder schick uns doch auch per Facebook oder Instagram einfach mal ein Bild von deinem Baumschmuck. Wir sind total gespannt, was bei dir entstanden ist. Ich habe heute spontan noch einen Traumfänger gebastelt. Nun kommt noch eine Übung, die mir sehr am Herzen liegt. Es ist die Ältestenpflege. Und mit Ältesten meine ich die guten alten ältesten Bäume. Wieland hat es schon in der Einführung erzählt, dass ja die Bäume sowas sehr Weises, Altes, Stabiles, Standhaftes ausstrahlen. Und vielleicht kommst auch du, wie ich, eher aus einer dörflichen Region und das ist dir schon mal begegnet. Oder es ist auch in deinem Dorf genauso, dass in der Mitte vielleicht, vielleicht ist die Kirche bei dir auch genau in der Mitte. Und es befindet sich da eine Linde oder eine Kastanie oder ein anderer alter Baum. Wenn du das nicht kennst, das sind ganz alte Traditionen in vielen Dörfern, dass die Kerne, Dorfkerne, mit einem Baum gewürdigt wurden. Oft als Treffpunkt, als Platz, an dem Gericht gehalten wurde, an dem gefeiert wurde, an dem Feste stattfanden, ein Baum, der geschmückt wurde. Der einfach als Treffplatz, Treffpunkt genutzt wurde. Und inzwischen werden die nicht mehr so aktiv genutzt, aber viele Bäume stehen noch und stehen scheinbar seit Hunderten von Jahren teilweise in Orten. Und viele Bäume sind auch auf Karten verzeichnet. Vielleicht, wenn du wandern gehst oder andere touristische Ausflüge machst, fällt dir eher sowas mal auf als in deiner näheren Umgebung. Und unsere Aufgabe an dich ist, wirklich aktiv jetzt mal rumzuschauen, rumzuschlendern
oder aktiv auf die Suche zu gehen nach diesen Ältesten. Wo ist der nächste Älteste in deiner Umgebung? Geh dorthin, betrachte ihn, schau ihn an, guck, wie steht er denn da? Hat er da eine gute Umgebung? Geht's dem gut? Und beginne ihn wieder zu aktivieren. Ja, du kannst ihn freischalten, indem es dir einfach wieder bewusst wird, dass dies ein Ältester ist. Du kannst ihn vielleicht schmücken mit schönen Bändern. Ja, es kann was total Natürliches sein. Du kannst ihn vielleicht auch als Ruheplatz nutzen, immer wieder mal dorthin gehen, dich dort anlehnen. Hey, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, da irgendeine Art Bank hinzustellen, dass man zu diesem Ältesten mal hingeht und sich hinsetzt zum Stammfuß und sagt, hey, Mensch, hier ruhe ich mal einen Moment aus. Es wäre auch schön, wenn du das nicht nur für dich nutzt, sondern vielleicht andere damit inspirierst, auch diesen Baum wieder als Ältesten, als Dorfältesten, als Stadtteilältesten wahrzunehmen. Vielleicht kreierst du ein kleines Schild, vielleicht auch ein großes Schild aus Holz, vielleicht eine Art Plakette oder ein kleines Schildchen, was man irgendwo reinhängen kann. Ja, und schreib vielleicht den Namen drauf oder hier ist dein Ältester, komm zu mir, finde Rat. Denk dir einen schönen Spruch aus, ein schönes Zitat, eine Aufgabe, die mit diesem Baum verbunden ist. Und gib ihm Wert. Und lass dich von ihm inspirieren. Nutze die Ruhe, nutze die Kraft, die in ihm steckt. Nutz ihn wieder als Treffpunkt, als kleinen Botschaftsbaum. Du kannst ja auch schöne Zettelchen reinhängen, die für andere Menschen dann gelten. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, ich hoffe, dass du einen Ältesten findest und ihn pflegst. Gut, der nächste Impuls ist ein ganz praktischer, den du richtig nutzen kannst in jeder Lebenslage. Er heißt Ältestenrat. In vielen alten, nicht in vielen, eigentlich in allen alten nativen Kulturen war es gang und gäbe, die Ältesten zu würdigen und wertzuschätzen. Denn sie wurden gesehen in ihrer Lebenserfahrung und in ihrer Weisheit. Und sie hatten eine besondere Stellung in der Gemeinschaft, weil du zu ihnen gehen konntest, wenn du Rat brauchtest, wenn du Unterstützung brauchtest, wenn du Fragen hattest, wenn du irgendwo nicht weiter wusstest, ja, wenn du Sorgen hattest, wenn du Probleme hast, einfach zu einer Ältesten, zum Ältesten zu gehen, sagen, hey, kann ich mal mit dir sprechen? Und alleine nur das Aussprechen und dann von jemand anderes diesen Rat zu bekommen, hat schon ganz, ganz, ganz viel geholfen und hat dir auch eine neue Orientierung geben können. In unserer Gesellschaft ist es so, dass unsere Alten und Ältesten ja nicht mehr Älteste sind, sondern ja, wir haben angefangen, es anders uns aufzubauen. Viele unserer Alten sind in den Altersheimen und die haben auch nicht diesen Status und diese Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Sehr schade. Und da fehlt uns ein ganz, ganz wichtiger Part in unserer Gemeinschaft. Du kannst diesen Part ausgleichen, wenn du dir einfach jemanden aus der Natur suchst. Und wen nimmst du? Du nimmst einen Baum. Du nimmst einen weisen, alten, großen, würdigen Baum. Ja? Und du kannst verschiedene Sachen machen. Entweder du gehst zu diesem Baum und fängst an, mit ihm zu sprechen. Ja, such dir einen Platz, einen Baum, wo du dich privat fühlst. Und dann gehst du hin und sprichst aus dem Herzen, sprichst das aus, was dich berührt, was wirklich in deinem Herzen ist und was dir auf der Seele liegt. Und sprich so lange, bis du das Gefühl hast, okay, jetzt ist gut. Jetzt, da ist im Körper so ein Gefühl von, ja, okay. Und dann warte, was passiert und guck,
ob sich da etwas entwickelt, wenn du eine Frage zum Beispiel gestellt hast. Du bekommst definitiv eine Antwort. Ja? Vielleicht nicht sofort, weil Bäume sind relativ langsam als Wesen, aber vielleicht die Tage danach entsteht vielleicht eine neue Perspektive, etwas, was du nicht, noch nicht gesehen hast. Probier es aus, es funktioniert. Wenn du nicht direkt sprechen magst, weil es zu komisch ist, dann kannst du dem Baum auch einen Brief schreiben. Dann schreib auf, was dich berührt, ja, dein Thema, deine Sorgen, ja, das, was du gerne loswerden möchtest. Und du kannst diesen Brief entweder, kannst du den bei dem Baum eingraben, ja, legst du den, packst du den in die Erde. Wenn du den da nicht hinlegen willst, dann nimmst du symbolischen Stein dafür und sagst, okay, für diesen Brief lege ich diesen Stein hier an diesem Baum. Und dann kannst du was Schönes diesem Baum noch ein Geschenk mitbringen. Ja, bring ihm ein bisschen Wasser mit. Irgendwas, was ein Baum braucht. Eventuell auch Vogelfutter. Ja, das ist natürlich nicht der Baum, aber da gibt es ja noch mehr, die von diesem Baum profitieren. Und zum Beispiel die Vögel. Und das kommt dann beim Baum auch gut an. Ja, das ist schon mal eine gute Sache. Also, nutz einen Baum als Ältesten und frage um Rat. Viel Spaß dabei und ich wünsche dir ganz, ganz schöne Erfahrungen mit einem ältesten Baum. Alles Gute. Ich lade dich jetzt ein zu der Meditation Kraftbaum. Diese innere Reise verbindet dich mit den Bäumen und aktiviert in dir die Kraft und Energie der Bäume in deinen Körper. Bevor wir anfangen, lade ich dich ein, erstmal einen guten Platz für dich zu finden, wo du die Meditation durchführen kannst. Ich empfehle dir, diese Meditation im Stehen zu machen. Also stell dich irgendwo hin und finde einen guten, stabilen Stand für dich. Deine Beine sollten hüftbreit auseinander sein und du solltest gut stehen können auf der Erde. Dein Körper ist aufrecht und deine Arme am Körper angelegt. Als allererstes lade ich dich ein, jetzt an dem Platz, an dem du jetzt bist, anzukommen. Spür in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an? Spüre, dass du lebendig bist an dem Platz, an dem du jetzt gerade stehst. Über deinem Körper kannst du jetzt ankommen, hier, jetzt da zu sein. Ich lade dich ein, bewusst einzuatmen, tief in deinem Bauch und bewusst auszuatmen. Mach das gerne zwei, dreimal. Und über dein Atmen hast du immer die Möglichkeit, dich zu verbinden mit dem jetzigen Moment. Und du kannst dir vorstellen, dass du mit dem Einatmen Energie und Wachheit aufnimmst in deinen Körper. Und dass du die Energie einen Augenblick hältst und dann mit dem Ausatmen dich noch mehr in deinen Körper entspannst. Atme bewusst ein und zieh deine Präsenz, deine Aufmerksamkeit jetzt hier in deinen Körper mit dem Atmen. Atme ein und zieh diese Energie zu dir. Und mit dem Ausatmen kann dein Körper weicher werden, sich entspannen. Deine Schultern können weicher werden. Deine Kiefernmuskeln können sich entspannen. Deine Beine entspannen sich. Atme bewusst ein
bewusst aus. Und mit jedem Ausatmen kommst du noch tiefer in deinem Inneren an. Und mit dem Einatmen nimmst du Licht und Energie auf. Und das Ausatmen entspannt dich und lässt dich noch mehr hier und jetzt ankommen. Und ich lade dich ein, jetzt deine Aufmerksamkeit in deine Füße zu lenken. Spür deine Füße, wie sie auf der Erde stehen. Und sei dir bewusst, dass du über deine Füße die Verbindung hast zu der großen Erde und dass tief unter dir der Erdkern ist und dass du verbunden bist mit all dem Leben. Und stell dir nun vor, dass aus deinen Füßen Wurzeln wachsen und dass du dich über diese Wurzeln verbinden kannst, noch tiefer mit der Erde. Lass diese Wurzeln tief wachsen und weit wachsen. Und diese Wurzeln geben dir Sicherheit. Und du kannst sie in die Weite wachsen lassen. Und du kannst spüren, wie sehr du mit der Erde verbunden bist. Große Teller von Wurzeln kommen jetzt aus deinen Füßen und verbinden dich mit dem, was unter dir ist. Und spüre, dass du einen sicheren Stand hast durch diese Wurzeln. Stelle dir nun vor, dass deine Beine und dein Oberkörper bis zu deinen Schultern ein Stamm sind, der Stamm von einem großen, kräftigen Baum. Spüre die Rinde, spüre die Stabilität des Stammes in deinem Bein, in deinem Rücken und spüre diese Kraft, die in diesem Stamm ist. Und spüre auch die Stabilität, die dieser Stamm dir gibt. Und wie aufrecht du stehen kannst. Und richte dich auf in deinem Körper. Und spüre, dass durch diesen Stamm die Energie fließen kann. All das, was über die Wurzeln aufgenommen wird, kann durch diesen Stamm fließen und dich versorgen. Spür die Größe und spür, wie aufrecht du bist. Und nun lade ich dich ein, oberhalb von deinem Kopf dir vorzustellen, dass Äste wachsen. Oben aus deiner Schädeldecke wachsen Äste und es entsteht eine Baumkrone. Und diese Krone wird immer größer. Verzweigt sich immer weiter. Es wird eine mächtige Krone, eine sehr große Krone. Und sie erweitert sich. Und sieh, wie Blätter an den Ästen hängen. Und lass diese Baumkrone sich öffnen nach oben zum Himmel hin. Und spür die Weite, die über dir ist.
Spür die Blätter und spür deine Größe. Und spür, wie du dich über diese Baumkrone nach oben hin geöffnet hast. Und öffne dich der Sonne, dem Himmel. Und ich lade dich ein, jetzt deine ganze Größe, all das zu spüren, was dich ausmacht, dass du die Größe deiner Füße und deiner Wurzeln spürst, dass du merkst, diese Größe und diese Energie, die dich mit der Erde verbindet, und dass du diesen mächtigen Stamm hast, dieser Stamm, der dir Sicherheit gibt, der dich gut stehen lässt und der gleichzeitig flexibel ist und der groß ist und wirklich hochgewachsen ist. Und dann diese Krone, diese riesige, weite Krone. Und spür deine ganze Größe, spür deine Füße und deine Krone, alles zur selben Zeit. Spür deine Verbindung zur Erde, spür deine Verbindung zum Himmel und spüre den Stamm, der dies beides verbindet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie über diese Baumkrone das Licht einströmt, die Energie des Himmels, dass du die einsammelst, dass sie sich konzentriert in deiner Krone, über die Äste, über die Blätter, und dass diese Energie in dich einströmt, in deinen Körper hinein. Und lass das Leben von oben durch dich durchströmen. Lass es in jede Zelle hineingehen. Und gleichzeitig lass das Leben von unten durch deine Füße, durch die Wurzeln in dich aufsteigen. Und lass es hineinströmen. Und spür die Energie, die kommt von unten und von oben. Und du kannst dir Licht vorstellen, was in dich einfließt. Und du kannst dir eine Farbe vorstellen, die für dich stimmig ist, die dir gut tut. Lass dieses Licht dich durchströmen. Und lass das Licht, was von unten aus der Erde kommt, über deine Beine, dein Oberkörper, deine Schultern, deinen Hals und deinen Kopf aufsteigen, und lass es nach oben hin wieder austreten. Und lass das Licht, was oben in deine Schädeldecke einfließt, durch deinen Körper strömen und unten wieder hinausströmen. Du bist in einen großen Kreislauf angeschlossen. Spür die Energie, die dich durchströmt. Und lass dich komplett ausfüllen in jede Zelle deines Körpers. In die kleinen Finger, in die Zehen, in jeden Winkel deines Körpers. Strahle und spüre die Fülle in dir. Und spür die Wärme. Atme diese Energie ein, atme das Licht in deinen Körper, atme tiefer und nimm es auf. Spür das, was dich erfüllt. Und lass das Licht sogar so weit strahlen, dass es aus deinen Poren herauskommt. Dass es nicht mehr nur in deinem Körper ist, sondern dass es aus deinem Körper hinausströmt. Dass dich nicht nur dein Körper ausmacht, die äußere Hülle, sondern um dich herum ist noch eine andere Hülle
Und das ist deine Kraft und deine Energiehülle. Und die strahlt viel weiter und strahlt lichtvoll, weil du bist verbunden mit dem Himmel und mit der Erde. Und nun sieh dich stehen. Sieh dich in der Welt stehen und sieh dich strahlen und erkenne und wisse, dass du immer strahlst und dass du ein Geschenk bist für diese Welt, dass du Licht bist und dass du angebunden bist und dass dieses Geschenk, was du bist, total attraktiv ist und dass du total schön bist. Und dass du weißt, dass du verbunden bist. Dass du an dem Platz, an dem du stehst, wichtig bist. Dass du für dich total wichtig bist. Dass du ein Geschenk bist für andere. Genauso wie du bist. Und ich lade dich ein, zu spüren deine Größe, deinen Sinn, den du hast auf dieser Welt. Und ich lade dich ein, nach innen zu spüren und in die Weite deines Inneren in Kontakt zu gehen. Und du kannst jetzt aus deinem Inneren ein Wort, einen Satz aufsteigen lassen, der jetzt und heute besonders wichtig ist, der für dich ganz wichtig ist. Lass dieses Wort, diesen Satz aufsteigen und vertraue dem, was da kommt. Vielleicht ist es dir gleich ganz klar. Vielleicht wird dieses Wort irgendwann klarer werden. Aber du kannst dir vertrauen. Du kannst deiner eigenen Quelle vertrauen. Denn du bist verbunden. Und spüre diesem Wort nochmal nach. Und nun spür nochmal in das Bild zurück rein, dich als Baum zu sehen. Spür nochmal die Würde und die Größe deiner Krone, die Stabilität deines Stammes und deine Wurzeln, die dir Sicherheit geben, die dich verbinden mit der Erde. Und spür die Energie, die in dir ist. Ich lade dich ein, jetzt nochmal tiefer ein- und auszuatmen und zu spüren, wo du gerade bist, deine Verbindung mit der Erde zu spüren, deine Füße zu spüren, und ich lade dich ein, meine Stimme jetzt wieder lauter zu hören und deinen Körper wahrzunehmen. Und mit ein, zwei tiefen Atemzügen kommst du jetzt zurück hier in deinen Körper und spürst wieder deine Arme, deine Beine, deinen Kopf, und du kannst anfangen, deinen Körper zu regeln und zu bewegen und jetzt auch deine Augen zu öffnen und durch deine Augen bewusst zu schauen und die Schönheit dieser Welt wahrzunehmen und das Licht wahrzunehmen. Und jetzt hier richtig frisch und mit guter Energie in deinen Tag zu gehen. Ich wünsche dir mit dieser Kraft des Baumes in dir und den Qualitäten, die in dir sind, einen wunderschönen Tag mit ganz schönen Begegnungen und das Schönste für dich heute geschieht.